Hallo Stadtgärtner, dies ist eine Kartoffelpflanze. Sie ist eine der wichtigsten Gemüsearten bzw. schon ein Grundnahrungsmittel. Ihr müsst darauf achten, dass ihr sie nicht so eng pflanzt wie hier, sondern ein bisschen weiter Abstände, sonst bekommt ihr nur kleine Knollen. Auch müsst ihr darauf achten, wenn ihr eine große Kartoffel pflanzt, erhaltet ihr nur kleine Knollen der Ernte. Wenn ihr kleine Knollen pflanzt, erhaltet ihr große Kartoffeln der Ernte durch eine Besonderheit beim Wuchs und Anlegen der Knollen. Ihr müsst vor allem im Frühjahr darauf achten, Knollen werden erst gebildet, wenn die Pflanze blüht. Vorher setzt sie keine an. Also wenn ihr jetzt rauszieht, habt ihr noch keine Knollen. Es müssen erst sich Blüten entwickeln. Worauf ihr aber auch achten müsst, vor allem im Mai und Juni, sind Kartoffelkäfer. Die hier vorhandenen Käfer fressen als erwachsene Tiere an den Blättern herum, laiken aber dazu an den kleineren Blättern, vor allem an den Blattunterseiten, orange Eier abzulegen. Die Eier von den Kartoffelkäfern, daraus schlüpfen Larven, die euren Kartoffelbestand auffressen. Hier sind jetzt leider keine Eier dran, oder glücklicherweise. Wenn ihr einen Käfer findet, macht das, was alle machen. Ihr nehmt den Käfer und zerdrückt ihn. Ansonsten habt ihr irgendwann keine Kartoffeln mehr. Wenn der Käfer überlebt, Eier legt, sich vermehrt, kann es passieren, ihr verliert den Kartoffelbestand innerhalb von 2 Wochen komplett. Also bitte seid vorsichtig, geht gut mit den Kartoffeln um und denkt dran, jeden Käfer, den ihr findet, zerdrückt ihn. Und habt viel Spaß damit.